Mit der Bahn und dem 9-Euro-Ticket will ich heute einmal in den südöstlichen Teil des Harzes fahren, nach Wippra. Es ist also wieder einmal der Versuch, ganz ohne Auto in Teile des Harzes zu gelangen und dort ein wenig zu wandern und sich nach Neuem umzuschauen. So ging es ab Leinefelde in Richtung Sangerhausen, dann nach Klostermannsfeld und von dort aus mit der Wipperliese nach Wippra. In Klostermannsfeld hatte ich nun erst einmal ca. 40 Minuten Umsteigezeit, bevor ich mit der Wipperliese weiterfahren konnte. Gegenüber dem Bahnhof befand sich das Gelände der Malowa, einer führenden Spezialwerkstatt für Dampflokomotiven, Dieselloks und ähnliches Bahnmaterial. Auch die Wipperliese konnte ich hier schon einmal erspähen, aber sie stand ja noch nicht auf dem Bahnsteig, sondern hier noch auf dem Werksgelände. Und da ich ja immer noch etwas Zeit hatte, ging ich noch ein kleines Stück durch einige Straßenzüge von Klostermannsfeld. Und hier konnte ich auf meinem Weg sogar noch eine schöne Gartenbahnanlage bewundern. Und wieder zurück am Bahnhof stand nun auch die Wipperliese einsteigebereit auf Gleis 1. Der Lokführer drückte hier noch ein paar Knöpfe, auf dem Nachbargleis lief die Regionalbahn ein. Und dann setzte sich auch die Wipperliese in Richtung Wippra in Bewegung. Eine Fahrt mit der Wipperliese ist auf vielfache Art historisch und erlebnisreich. Hier fahren wir über das große Viadukt über Mansfeld hinweg. Die Fahrt führt von Klostermannsfeld durch das sehr schöne Wippertal, vorbei an vielen Sehenswürdigkeiten wie hier den Watteröder Deichen und auch an zahlreichen Orten geht es vorbei. Die Wipperliese ist ein Esslinger Triebwagen aus den 50er Jahren und es geht so mit 60 Stundenkilometern hier durch die schöne Landschaft. Ab und zu muss einmal die Zugbegleiterin draußen stehen und den Bahnüberweg absichern. Nach Biesenrode wurde es kurz dunkel und es ging durch den 287 Meter langen Rammelburg-Tunnel. Entlang durch das wunderschöne Wippertal kommt man dann so nach ca. 30 Minuten Fahrzeit in Wippra am Bahnhof an. Auf Wegweisern habe ich dann heute erst einmal nach so ein paar kleinen Wanderzielen gesucht. Zuerst geht es aber einmal durch den ca. 1400 Einwohner zählenden staatlich anerkannten Erholungsort Wippra. Hier komme ich nun an der evangelischen St. Marienkirche vorbei. Viele schöne farbenfrohe Fachwerkhäuser prägen das Antlitz von Wippra und hier komme ich an der Brauerei von Wippra an. Als Tourist findet man hier eine Apotheke, einen Bücherturm, die Sparkasse und auch ein kleines Einkaufszentrum vor. Trotz der unweit gelegenen Wipperdalsperre gab es hier vor einigen Jahren doch ein mächtiges Hochwasser. Nun wollte ich auch in der waldreichen Umgebung mit bis zu 400 Meter hohen Bergen noch eine kleine Wanderung unternehmen. Also folgte ich der Ausschilderung des Schlossstieges und kam dann nach einigen hundert Metern oberhalb von Wippra an und konnte von hier eine schöne Aussicht über den Ort genießen. Wippra erscheint für mich als eine noch nicht so vom Massentourismus überlaufene Gegend zu sein. Wie ich aber gehört und auch gelesen habe, werden monatlich geführte Wanderungen für Einwohner und auch die Gäste hier in der Gegend angeboten.
Durch schöne ausgedehnte Mischwälder mit verschwiegenen Wanderwegen bin ich hier durch die reizvolle Umgebung gegangen. Ab und zu lag auch noch mal ein Baum im Weg, unter dem ich durchschlüpfen musste. Aber was soll es, der Weg hier hat trotzdem viel Spaß gemacht zum Wandern. Für FKK-Freunde sei gesagt, dass hier auch unweit von Wippra der erste offizielle Naturistenstieg von Deutschland verläuft. Gekennzeichnet soll er durch ein Schild sein: Willst du keine Nackten sehen, darfst du hier nicht weitergehen. Auch bis zur Wippertalsperre sind es so ungefähr 6 Kilometer von Wippra aus, aber auch dort bin ich heute nicht hingegangen. Von meinem Standort hier oben kann man nun bis in die nächsten Orte schauen, ja bis hinüber zur Rammelsburg. So etwa 5 Kilometer von hier aus lag das Schloss Rammelburg, aber da es sich zurzeit in einer Art Dornröschenschlaf befindet, wo man es nur von außen besichtigen kann, bin ich auch nicht dort hinübergegangen. An möglichen Nutzungen mangelt es wohl scheinbar nicht, jedoch an finanziellen Mitteln. Und so langsam habe ich den Weg wieder zurück nach Wippra angetreten. Auch hier ging es noch einmal in gebückter Stellung unter Bäumen hindurch und dann bin ich schon wieder unten im Ort Wippra angelangt. Unweit des Bahnhofs bin ich dann hinüber in den Viberia Fun Park gegangen. Hier am Eingang wird auch noch einmal auf einige Wandermöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten von Wippra hingewiesen. Jung und alt erwartet hier im Funpark der Kletterfelsen, ein Kletterpark, Sommerrodelbahn und weitere kleine Attraktionen. Eine Hinweistafel weist hier auf weitere Harzer Highlights hin. Auch ein Restaurant wartet hier auf die Besucher und ich nehme auch an, dass an den Wochenenden und wenn dann die Sommerferien im Gang sind, noch mehrere Besucher hier im Funpark verweilen werden. Für mich hieß es dann wieder, mich auf den Rückweg begeben und oben auf dem Bahndamm sah ich schon die Wipperliese entlangfahren, also musste ich nun einen Gang zulegen, um den Zug noch zu erreichen. Heute Morgen war ja der Triebwagen sehr gut besetzt, jetzt am Nachmittag hatte ich etwas mehr Platz und hatte mal ein Abteil fast für mich alleine. Und somit habe ich hier im langsamen Fahrtempo einmal wieder die schöne Gegend genießen können. Der Fahrer des Triebwagens sitzt ja sehr weit rechts und als Fahrgast kann man hier direkt nach vorne auf die Strecke schauen. Hier geht es nun auch wieder durch den Tunnel und vorne erscheint auch schon wieder das Licht und wir sind wieder draußen auf der freien Strecke. Wie in alten Zeiten, was ja heute bei den modernen Triebfahrzeugen nicht mehr möglich ist, kann man hier am offenen Fenster stehen, die Gegend genießen und sich den Fahrtwind um die Ohren brausen lassen. Nun geht es wieder in schöner langsamer Fahrt über das Mansfelder Viadukt.
Nach einer halben Stunde treffen wir wieder in Kloster Mansfeld ein, wie hier auch der Zug aus Richtung Sangerhausen zur Weiterfahrt nach Magdeburg. Ich hatte ja wieder die 40 Minuten Umsteigezeit und ging somit noch einmal hinüber auf das Gelände der Malowa. Hier sind ja auch die Bahnsteige der Mansfelder Bergwerksbahn mit einer Spurweite von 750 mm, einer der ältesten Schmalspurbahnen Deutschlands. Samstags kann man hier in herrlich restaurierten Fahrzeugen eine ca. 11 Kilometer lange Traditionsstrecke befahren. Von der Bahnstation Bendorf geht es dann bis zur Station Kupferkammerhütte Hettstedt und natürlich auch wieder zurück. Sechs weitere Stationen liegen auf dieser Strecke natürlich auch noch dazwischen. Hier stehe ich an einer Art großen Verschiebebühne. Hier werden die Loks vom Gleis genommen und dann hinübergeschoben, sodass sie in die Werkshallen hineinfahren können. Nun bin ich auch wieder gegenüber am Bahnhof von Kloster Mansfeld angekommen. Der Zug aus Magdeburg läuft auch gerade ein und anderthalb Stunden später endet für mich ein schöner Ausflugstag mit der Bahn in Leinefelde.